Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Familie Ernest und unserer süßen Sunny, die hier gerade einfach nur durch die Gegend starrt. Es ist mitten in der Nacht, wie fast immer, wenn wir einen Part starten. Aber das heißt, wir können direkt schauen, was wir hier vorhaben heute. Und es ist die 160. Schaffe dir einen Teich an. Das ist natürlich jetzt an sich eine süße Idee, aber wir haben schon einen Teich. Deswegen machen wir am besten nochmal, weil das kann ich jetzt nicht neu erfüllen. Dann machen wir lieber die 126 vielleicht. Oh, das hatten wir im letzten Part doch erst, oder? Aber egal, wir können ruhig ein neues Grundstück platzieren. Obwohl, ich will jetzt nicht mal unbedingt ein neues Grundstück platzieren, sondern ich habe ja diesen Bubble Tea Shop gebaut für diesen Spielstand. Den können wir doch besuchen mit den beiden. Es ist zwar Mittwoch, aber das ist schon okay. Da habe ich auch Lust drauf. Dann hat es sich direkt gelohnt, dann können wir uns den direkt ansehen. Oh, er ist in seiner Dark Form gerade, weil... warte, läuft hier irgendjemand rum, den wir dann kurz auslutschen können? Weil, ohne Witz, Alter. Jetzt mit den Trinkpäckchen das zu machen, ist jetzt auch ein bisschen... Guck mal, da ist jemand. Theodore Wolf. Komm, wen juckt's, Alter? Wir sind bald eh keine Vampire mehr. Dann juckt's doch eh keinen mehr. Aber sie kann hier Frösche züchten. Und den kriegt Sunny dann. Damit sie keinen nötigen muss. So, renn zu diesem Typen. Bevor es morgens wird am besten. So, und dann renn bitte nach Hause. Ihm geht's schon viel besser. Nice. Und dann soll er bitte die dunkle Form verstecken, weil dieser Hut, ich sehe ich jetzt nicht so an ihm. So, und dann geh bitte rein. Wieso liegt da schon wieder Scheiße? Hallo. Vor allem mal auf dem Teppich, sodass ich den Kaki nicht wegmachen kann, vernünftig. Es ist die Lotterie heute. Wir nehmen auf jeden Fall teil. Es wäre so funny, da mal zu gewinnen, ne? Throwback als Bürgermeister Schnurrhaar gewonnen hat in meinem Let's Play. Ich weiß immer nicht, bei Shoppen? Jo, guten Morgen. Erstmal ein Los kaufen. Ich muss los, Bro. Ich habe dich ausgelutscht, aber ja. Wir haben schon wieder nichts im Kühlschrank hier. Wieso will sie aufhören zu kochen? Excusez-moi. Ne, geht mal alleine. Zurücksetzen und bitte fortsetzen. Danke. Süß, er kümmert sich einfach darum. Da sind Früchte dran, da sind Früchte dran. SOS, Affenalarm. Warum machst du denen das Essen nicht fertig? Sie soll nicht fleißig arbeiten. Warte, sie soll's ruhig angehen lassen. Eigentlich hätte ich mit denen dann auch mitgehen können, aber egal. Wer ist Sandy? Kennen wir die? Sandy Rusel, ich glaube, die haben wir umgestylt, oder? Wir können sie ja mitnehmen. Und dann gehen wir nach Copperdale. Oh, ich habe vergessen, dass es Winter ist. Hot Guy Model Patrick ist Comedy-Nacht-Teilnehmer. Alles klar. Und wieso tragen die alle dasselbe Outfit? Ist das normal? Oh, Comedy-Nacht-Teilnehmer sind das auch alle. Oh, anscheinend ist das eine Sache. So, geht mal zusammen rein, bitte. Because this is kind of gefährlich. Wieso haben wir jetzt eine Versammlung am Laufen? Egal, die können ruhig hier mitkommen. Okay, er macht schon seine Hausaufgaben und sie hat vor, eine Amateur-Comedy-Show aufzuführen. Ich weiß jetzt nicht so genau, was das hier werden soll, aber schon okay. Ich verstehe aber nicht, wieso ist das jetzt eine aktive Versammlung? Ich bin ja nur mit Sandy gereist. Have fun, girl. Sie findet's toll. Ben ist ein junger Erwachsener. Oh mein Gott. Sag mal. Okay, morgen hat einfach Jericho Geburtstag. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich nachgucken, wann die Zwillinge Geburtstag haben. Am Sonntag erst. Och, dann ist ja noch alles chillo. Ich finde es ein bisschen wild, dass es hier so eine Aufführung gibt, aber... You do you. Girl, ich würde mich jetzt nicht hier nach draußen setzen, ne? Setz dich vielleicht lieber hier rein. Warum ist hier eigentlich keiner, der Bubble Tea verkauft? Hallo? Ich möchte eigentlich Bubble Tea, wenn wir schon hier sind. Hier, sonst geh doch hier unten hin. Dann kann sie da doch ihre Hausies machen, wenn sie das unbedingt tun will. Ach, jetzt geht's ihr schlecht. Ja, ja, ist ja okay. Jericho hat einen Urlaubstag verdient. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr vom Burnout betroffen, das ist super. Ach, die haben sich schon voll angefreundet, süß. Und Florian Pancakes einfach nur so, ich stehe hier. Ah, jetzt kommt er rein, sehr schön. Where are you going? Ich hätte echt gern Bubble Tea getrunken, aber es wird mir hier nicht vergönnt. Man kann doch hier auch, genau, Hausaufgaben Boost, yes, das wollen wir. Wenn wir uns schon treffen, dann wollen wir auch schnell unsere Hausaufgaben machen können. So, ich würde sagen, dann können wir aber auch nach Hause gehen. Manchmal kriegt man halt nicht das, was man sich wünscht. Entschuldigung, die Haushaltshilfe war schon da. Wieso wurde jetzt nochmal geputzt? Und hallo, ich werde hier voll um mein Geld betrogen. Permanent. Also ihr geht's richtig gut. Kann sie mal bitte angeln. Und du? Oh mein Gott. Nein. Stopp. Wir möchten nicht grillen. Und weil er ein netter Partner ist, kann er ja jeden... Und danach kann er die Eier und Toast von heute Morgen fortsetzen. Lecker! Er braucht schon das Spaß in den Backen. Da kann er auch einfach stricken.
Hier eine Briefkastenstrickhülle. Und sie kann sich hier einfach mal um den Hund kümmern. Achso, Hund schläft. So, und die Sachen, die geerntet wurden, kann er mal eben alle weitergeben. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Okay, bei ihm hat das geklappt mit dem Kochen. Immerhin. So, und er findet hier ein paar Sachen zum Graben. Hä? Wo sind die Pflanzenkisten hin? What happened? Ach, die sind hier. Lost. Aber es ist Winter. Da wächst natürlich nicht so viel. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile, Alter. Bringt auch jetzt nicht wirklich die Welt, ne? Strickobjekt abgeschlossen. 32. Naja, besser als nichts. Und er hat jetzt zumindest wieder Spaß. Ne, den anderen waren Kalkstein, okay? 15. Oh, super. Kleinvieh macht auch Mist. Komm, ein Fisch noch. Dann kannst du schlafen. You go, girl. Und ihr könnt ja auch mal wieder ein bisschen schlafen wegen eurer Vampirenergie, weil ihr heute ja einige Zeit draußen wart. So, und was machen wir heute? Ich bin schon sehr gespannt. Es ist die 162. Besuche den Wochenmarkt in Hanford und Bagley. Das Ding ist ja nicht eigentlich nur am Wochenende, aber wir können ja diese Innenstadt einfach besuchen. Das ist auch schon in Ordnung. Und my girl, du kannst ja nochmal mit dem Programmieren dich auseinandersetzen, weil du hast sonst eh nichts Besseres zu tun. Sie kann ja ein Plugin programmieren. In der Schule lernst du natürlich wichtige Dinge, ist doch klar. Heute gehe ich mal mit denen mit. Heute ist auch Karrieretag. Ich meine, bei ihr haben wir uns ja schon so halb entschieden, dass sie dann so Tech-Guru wird oder so. Aber für Cloud könnte das sehr interessant werden. Wir gehen natürlich mit beiden mit. Erstmal geht ihr zusammen ganz schnell hier rein. Ich habe keinen Bock, dass sie hier verbrennt. Das wird ja witzig. Junge, bei T-Post-Herausforderungen mitmachen? Let's go. Ihr seid so geil. Es ist so dämlich. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Hui. Cloud hat es geschafft. Ihm ist es gelungen, seine Arme bei gestrafften Rücken eine Weile hochzuhalten. Seltsam, aber auch irgendwie cool. Kannst du aufhören, am PC zu hocken, Girl? Ich hab gar keinen Bock, den zu Hause reparieren zu müssen, Alter. Mareike Frohmann hat leider die Lotterie gewonnen und nicht wir. Wäre ja auch zu schön gewesen. Lautsprecherankündigung. Das Knistern des Schullautsprechers kündigt eine Durchsage an. Cloud hat nicht wirklich Lust, sich die Wettervorhersage oder Updates zum Verhaltungskalender der Schule anzuhören. Da kein Unterricht stattfindet, scheint der richtige Moment gekommen zu sein, um sich ein paar Songs reinzuziehen. Doch, ich glaube, Cloud ist so jemand, der sich so denkt, so. Ich meine, er hat ja auch vorhin so gesagt, so, ja, Schule ist doof und so. Da denke ich, ist er dann auch der Meinung, ja, dann kann man auch ein bisschen Musik hören. Cloud steift sich den Kopfhörer ein und jammt vorsichtig vor sich hin. Die Rhythmen übertönen die langweiligen Updates und das Gequatsche im Klassenraum. Sehr schön. Warum ist das Mittagessen heute so kurz? Ach, wegen dem Karrieretag bestimmt. Da die beiden nichts essen müssen, kann sie ja vielleicht noch mal ein bisschen an ihrem Plugin programmieren. Auch wenn es ja nicht für lange ist. Yay, 33, immerhin. Natürlich möchten wir zum Auditorium. Dann kümmern wir uns jetzt mal hauptsächlich um Cloud. Hier wäre, glaube ich, die Kochkarriere. Da schauen wir mal zum Erst rein. Er fragt mal so, ja, wie läuft denn das so ab? Könnte das was für mich sein? Okay, er erklärt jetzt so ein bisschen was. Er hat jetzt keine Stimmung davon erhalten. Okay. Was ist das? Könnte Gesetzeshüter oder Polizist sein? Wir fragen mal. Vielleicht ist das ja was, was Cloud gefallen könnte. Da hat er anscheinend auch keine Meinung zu. Und das hier müsste die Verbrecherkarriere sein. Ist das Dina Caliente? Oh mein Gott. Let's see. Okay, also den Job davor scheint ihm nicht gefallen zu haben. Was ja okay ist. Also hier Polizist und so. Das gefällt ihm nicht. So, wir sollen jetzt über die Zukunft reden. Ich meine, ist ja good to know. Dann haben wir ja wenigstens schon mal eine Richtung, die ihm nicht gefällt. Oder die ihm Angst bereitet. Keiner der Karrierepfade hat Cloud angesprochen. Die Zukunft bleibt unklar und beängstigend. Das sind Dinge, die passieren manchmal, ne? Also, von den Berufen, die hier ausgeschrieben sind, ist keiner was für ihn. Sie ist jetzt fies zu anderen Sims. Na super. Wenn wir jetzt hier eh nichts anderes zu tun haben, kannst du ein Plugin programmieren. Level 4 der Programmierfähigkeit. Sie kann Viren programmieren. Ich glaube, das bringt auch Geld. Und ihre Noten kann sie hacken. Sie ist Zweier-Oberschülerin. Aber ich glaube, wir schaffen das nicht mehr mit Einser. Deswegen wäre das theoretisch eine Sache, die wir auch machen könnten. Yay, $46. Ja, wir gehen nach Hause. Aber auf den Wochenmarkt gehe ich lieber nicht mit den Teenagern, sondern mit Moon oder Jericho. Weil ansonsten ist das ein bisschen kritisch. So, und du reparierst jetzt den Laptop. Wir haben kein Geld, um den zu ersetzen. So, und du kannst ja ein bisschen stricken. Obwohl, du könntest auch. Okay, kannst du nicht. Dann strick. Ach, kannst du nicht. Du kannst gar nichts. Dann hack mal die Schulnoten.
weil vielleicht klappt's ja. Mysteriöse Post. Beim Sortieren der Post findet Jericho ein Paket mit der Aufschrift dringend, aber der Name des Empfängers ist durchgestrichen. Wie soll Jericho mit dem Paket verfahren? Soll er eine E-Mail in der Firma herumschicken und um Hilfe bitten? Oder soll er besser warten, bis jemand den Postraum kommt und nach dem dringenden Paket fragt? Wir verschicken eine E-Mail. Jericho verfasst eine detaillierte E-Mail und klickt auf den Senden-Button, um sie in der gesamten Firma zu verschicken. Innerhalb weniger Minuten meldet sich der Mitarbeiter, der ihm für seine Bemühungen dankt. Befördert zur Assistenz. Zur Assistent der Geschäftsleitung. Mega. Und ein Award. Sehr schön. Oh, und Moon hat Angst vor einem Job ohne Aufstiegschancen. Die Sachen, die hier im Inventar sind, verkaufe ich. War ganz ehrlich. Ich platziere die nicht alle und platziere die dann in unserem Inventar. Nee. Das Geld haben wir uns jetzt auch mal verdient. Ein Sales Award. Der kann hier oben stehen. Sehr schön. Also, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Geld. Wir brauchen ja insgesamt 5.000. Und wir brauchen halt dann von jeweils 20 von den Sachen mindestens. Das ist halt alles ein bisschen schwierig. So, wir möchten natürlich, dass sie das mit den Noten noch fertig macht, bevor wir dann losgehen. Aber theoretisch, wenn wir einen schon machen können, dann ist es doch immer noch besser, als wenn wir keinen machen, oder? Weil dann ist zumindest einer schon mal normal. Wir sind ja gleich eh in der Stadt. Oh nein! Jetzt hat sie eine 3. Super. Naja, dann ist das jetzt halt so. Und wenn das klappt, dann nehmen wir das natürlich gerne. Sie hätte auf jeden Fall, glaube ich, genug dabei. Dann müssen wir natürlich schauen, wer zuerst hier dran ist. Und wir nehmen dann natürlich Cloud. Alles klar. I'm sorry, wenn man jetzt die ganze Zeit meine Task-Leiste gesehen hat. Ich habe vergessen, das Ganze zu ändern nach meiner Sims 3-Aufnahme. Aber wir gehen jetzt los. Wir können ja gemeinsam gehen. Okay, Girl, du darfst hier nicht arbeiten. Zack, wir möchten ein Getränk zubereiten. Ultimative Vampir-Heiltrank. Knoblauch, Eisenhut und Plasmafrucht. Okay, dann können wir zumindest Cloud schon mal heilen. Warum kann er hier nichts kaufen, sondern nur verkaufen? Da ist doch auch irgendwas falsch. Egal, wir waren hier am Wochenmarkt. Also es ist nicht der Wochenmarkt, aber in der Stadt waren wir. So, ab ins Inventar. Aber wenn wir hier noch nicht mal... Achso, die sind jetzt auch zu. Gut, dann... Ganz ehrlich, dann gehen wir halt einfach wieder. Auf geht's, ab geht's. So, dann geben wir Cloud natürlich den Trank. Und nun darf er den Trank trinken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie hübsch ist denn der Himmel? This is the perfect day. To lose the vampire powers. Ja! Oh, ist das schön. Ja, jetzt ist nur noch sie ein Vampir. Ihr solltet aber trotzdem für eure Prüfungen lernen. Es ist der letzte Tag der Schule. Macht das Beste draus. Jericho hat heute Geburtstag. Es tut mir leid, aber ich glaube, er muss sich selber einen Kuchen backen. Wie wäre es mit einer Schokotorte? Oh, es tut mir so leid. Oh mein Gott. Ich kann es nicht fassen, dass du das Blut anderer Leute getrunken hast, ohne um Erlaubnis zu fragen. Sowas macht man nicht. Ben, es tut mir leid. Können wir darüber reden? Vielleicht ruft er ihn einfach mal an. Oh mein Gott, nein. Feuerwehr vielleicht? Vielleicht? Ich weiß ja nicht. Hallo, Hilfe. SOS-Affenalarm. Worst birthday ever, Alter. Wir können es noch nicht mal ersetzen. Ach, weil es im Gebrauch ist. Warte, dann setzen wir dich kurz zurück. Doch, dann können wir es doch ersetzen. Versucht es doch, deine Frau. Aber du kannst jetzt trotzdem Ben anrufen. Oh mein Gott, Girl. Beim Betrug erwischt. Oh mein Gott. Und sie mit ihrem scheiß Burnout, Alter. Hör mal auf. Something's off with the Nethers. Ew. Why? Sie hatte nur was mit Jericho, Alter. Woher hat er sich das denn weggeschnappt? Aber meinetwegen kann sie sich morgen mal freinehmen. Oh mein Gott, er will noch nicht mal feiern. Nee, du hast Geburtstag. Ich möchte nicht, dass du der Meinung bist, wir hätten den vergessen. Geburtstagskerzen drauf und dann kommst du hier runter. Ich hab ja nicht eben schon ein anderes Outfit angezogen. Und jetzt wünschst du dir bitte was. Digga, wieso bist du heute so verbuggt? Okay. Wünsch dir bitte was. Happy Birthday to you. Liebs. Yay, Jericho ist älter geworden und ist nun ein erwachsener Sim. Süß. Seine Familie hat ihm Sachen geschickt. Oh mein Gott, er sieht direkt schon älter aus. Er hat so ein paar mehr Falten so. Er will direkt schlafen gehen. Tut ihm absolut nicht gut. Aber dieser Tag hat da auch Höhen und Tiefen. Ich möchte ihm aber auch noch irgendwie ein paar neue Sachen geben. So ein neues Outfit oder so. Weil seitdem wir ihn kennen, trägt er halt dasselbe. Und wenigstens so ein neues Outfit. Und dann gucke ich die anderen Sachen an, ob die noch so erwachsenengetreu sind, sage ich mal. Aber
Ja, wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Umstyling. Aber ich lade den Creative Sim erstmal neu, weil das richtig krass gelaggt hat. Und we hate the lag. Es laggt immer noch. Egal. Dann ist das jetzt so. Ich komme schon klar. Hoffentlich. Ja, das war das kleine Umstyling schon. Die meisten Outfits haben halt noch so ganz gut gepasst, würde ich sagen. Aber ich finde halt, sein zweites neues Outfit ist schon ganz cool so. Also ich finde halt, das ist auch sehr passend für so dieses Farmleben, sage ich mal. Also weil, ich meine, die haben ja nicht so richtig eine Farm, aber die leben halt in Hanford und Bagley. Dann habe ich sein heißes Wetter-Outfit geändert, weil ich habe schon wieder vergessen, dass er das hatte. Und ich weiß nicht, aber ich fand es irgendwie nicht mehr so zeitgemäß, weil eigentlich ist er ja schon jemand, der zumindest so ein bisschen darauf achtet, wie er aussieht. Und ich glaube nicht, dass er dann immer noch so mit Socken in Sandalen rumlaufen würde. Er ist halt kein deutscher Tourist mehr, ja? Und dann habe ich seine Winterkleidung auch noch geändert, weil hab den Stil, fand ich zwar an sich noch cool, aber ich fand es jetzt irgendwie zu jugendlich, sag ich mal. Der Rest sah ja schon teilweise relativ erwachsen aus. Also er hatte ja schon immer ein bisschen reiferere Outfits, sag ich mal. Aber das fand ich irgendwie unpassend dazu und das, finde ich, sieht halt einfach mehr so aus wie so ein Dad. Ja, aber trotzdem ist es so vom Stil ähnlich. Ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Aber es hat mich kirre gemacht, dass es gelaggt hat. Dann soll er sich in seinen Geburtstag jetzt erstmal hinlegen. Und der kommt natürlich hier in den Kühlschrank. Sleep well. Und da du ja noch nicht müde bist, es wird hier weiter für die Prüfung gelernt, ihr Lieben. Jetzt ist er zu sauer dafür, weil er einen Stimmungsumbruch hat. Stop it! Dann geht er vielleicht doch einfach schlafen. Dann sieht er eh nichts Besseres zu tun in ihrem Leben. Sie macht ja noch richtig schön ihre Hausaufgaben. Ich werde jetzt aber nicht mehr drehen, weil ich werde den Tag jetzt nicht mehr wirklich spielen. Aber ich lasse sie jetzt gleich nochmal ein bisschen programmieren. Wir probieren das mal mit dem Virus aus. Er ist jetzt mitten in der Nacht einfach schon wach. Aber das ist okay. Das ist ja jetzt alles noch ein bisschen neu, ja? Durchfall wegen Panik? Excuse moi. Stimmt, die wollten noch immer noch ein Date haben, ne? Oh. Aber es ist so hart. Wir haben so viel zu tun in unserem Leben. Immerhin haben wir uns heute mal wieder bei ihm gemeldet. Lebensstil geworden. Sunny hat den Lebensstil Technik-Freak freigeschaltet. No! Ich wusste, dass dieser Tag kommen wird. Aber ich habe es ein bisschen unterdrückt, dieses Gefühl. Oh Mann, oh. Kannst du aufhören, einfach ein Selfie zu machen, während der Sensenmann hier ist? Excuse me. Es fängt ja an zu dancen, Alter. Kannst du den Hund jetzt einfach nehmen? Ich finde das so oder so ja alles ganz schrecklich, okay? Oh Mann, oh. Warum gehört das dazu? Ich hasse es. Ich sollte diesen Part hier einfach beenden. Es ist zwar was Positives passiert im Sinne von, dass Jericho jetzt kein Vampir mehr ist. Ja, das heißt, wir uns fehlen nur noch einmal 2500 Simoleons. Also ein Trank. Aber alles andere war kacki. Der Geburtstag war scheiße. Es hat gebrannt, die Bude. Und Bruno ist jetzt auch weg. Unser süßer Kleiner. Ich hoffe, dass wir die Trauer schnell ablegen können. Dass es irgendwie, weiß ich nicht, dass die Wunden schnell heilen. Aber ich beende jetzt hier einfach den Part. So möchte ich nicht weitermachen. Das finde ich unfair. Ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Aber dieses Leben hier ist einfach zu chaotisch, ja? Dieses Let's Play, ich weiß nicht. Hier läuft ständig alles schief. Vor allem in dieser Generation, Junge. Da war die erste Generation ja nichts gegen. Vielleicht ist es gut, dass wir bald Generation 3 starten. Warte mal. Nächster Part ist sogar der letzte Part dann von dieser Generation, ne? Weil am Sonntag werden die doch dann schon zu Erwachsenen. Warum hat er jetzt später Geburtstag? Aber wir wissen ja, dass die dann Geburtstag haben. Sie werden nämlich definitiv gemeinsam Geburtstag haben. Das macht so ziemlich gar keinen Sinn. Aber ja, dann ist das tatsächlich nächstes Mal schon der letzte Part aus dieser Generation. Und dann wird auch entschieden, mit wem wir genau weiterspielen. Wenn wir nur mit Sunny weiterspielen, ne? Und wir dann nochmal komplett diese Vampir-Scheiße durchmachen müssen. Dann raste ich übrigens aus. Aber so ist das Leben dann eben, ne?
Man kann es sich nicht immer aussuchen. Wir schauen einfach mal, wie das dann wird. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.